Diese Woche ist wieder viel passiert in der Welt der KI, in der Welt der Finanzen, in der Welt des Next Level Shifts. Und um was geht es denn heute, Sebastian? Ja, wir werden uns mit der spannenden Frage beschäftigen. Sam Altman mit dem Worldcon. Hat er jetzt endlich einen Weg gefunden, die Armut effektiv zu beseitigen auf der ganzen Welt? Oder ist es einfach nur wieder eine Idee, um ihn noch reicher zu machen? Und wir werden uns ansehen, ob es möglich ist, mit dem KI-Tool ChatGPT, was ja inzwischen jedem bekannt sein sollte, in Aktien zu investieren und damit 500% oder mehr Gewinn zu machen. Und wir werden darüber sprechen, ob man jetzt mit künstlicher Intelligenz möglicherweise einen ganz anderen Weg hat, um mit Bildern selber ganz easy Einnahmen zu generieren. Und ob man dafür Vorkenntnisse braucht, ob es kompliziert ist, darüber werden wir auch sprechen heute. Sehr schön, los geht's. So, also herzlich willkommen nochmal zu der heutigen Folge von The Next Level Shift. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Thema WorldCoin ist ja also erstmal ein Riesenname, ja, von Sam Altman, der ja unter anderem auch ChatGPT oder OpenAI quasi CEO ist von diesem Unternehmen. Und er hat mit übrigens einem deutschen Ingenieur zusammen dieses Projekt gegründet, des WorldCoins. Vielleicht mal ganz kurz, Sebastian, um was geht es da genau? Was sind da die Kernpunkte? Das ist spannend, weil ich habe mich damit jetzt tatsächlich erst seit kurzem beschäftigt. Und was mich so fasziniert hat am Anfang war, als ich da mich auseinandergesetzt habe, für mich war der Worldcoin ein relativ neuer Begriff. Der ist bei mir auf dem Radar jetzt erst vor ein paar Tagen aufgetaucht. Und dann habe ich aber festgestellt, die sind ja schon ziemlich verteilt. Also Worldcoin ist da steckt ein Unternehmen hinten dran und dieses Unternehmen hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Welt zu verbessern, was der Sam Altman ja auch selber immer wieder propagiert, dass er das möchte. Also dass auch das KI-Thema für ihn sowas ist, wo er die Welt verbessern möchte. Ist auch spannend, ob man ihm das abnimmt oder nicht. Aber interessant ist vor allem, diese Firma, die sitzt tatsächlich schon in ganz vielen Ländern. Also die gibt zum Beispiel Offices in Deutschland, wusste ich gar nicht. Und trotzdem, und das ist das Spannende, also die haben, das ist nicht nur eine Kryptowährung, es ist eine Kryptowährung und es ist Hardware. So habe ich es bisher verstanden. Ich glaube, Marco, du bist ein bisschen tiefer drin. Also grätsch rein, wenn ich irgendwas vergesse. Auf jeden Fall gibt es Orbs, das sind so, ich weiß gar nicht, wie groß die sind, aber die sind auf jeden Fall rund, so Bälle. Und die haben eine Kamera drin. Wie so ein Da Fußball. ist auch so, dass die Hardware ist wohl Open Source technisch. Also die haben das veröffentlicht, wie die Hardware funktioniert. Aber die Firmware, die Software, die da drin ist, die da drauf läuft, die ist noch nicht Open Source. Da sagen sie, es wäre aus Sicherheitsgründen so. Und diese Kamera, die soll quasi deine Iris abfilmen und dir dadurch quasi eine digitale Identität geben, eine sichere Identität geben. Und das ist quasi so die Kernidee. Und das Ganze ist noch gekoppelt mit diesem Worldcoin, also mit dieser Kryptowährung. Genau. Also eigentlich super erklärt. Könnte ich nicht besser erklären. Also das Projekt gibt es tatsächlich schon seit einigen Jahren und es hat deswegen vor allen Dingen in Deutschland viele Standorte, weil Corona dazwischen gekrätscht ist. Und tatsächlich der Mitgründer oder beziehungsweise der Mitpartner sozusagen, der mit in das Unternehmen reingekommen ist, zu dem Zeitpunkt in Deutschland war und kam nicht mehr in Amerika rein, eben wegen diesen ganzen Restriktionen. Da haben sie kurzerhand gesagt, okay, dann lass es uns in Deutschland aufbauen und lass uns da jetzt hier Niederlassung aufmachen. Das ist der Grund, warum sie doch schon recht weit verteilt sind, also interessant. Cool. Und was du sagst, ist richtig. Das heißt, für alle die sich ein bisschen mit Krypto auskennen, mit Blockchains und mit Kryptowährungen und so weiter, da geht es immer um sogenannte, ja, Hashes. Also man versucht immer die Echtheit es ist ja keine Kopie, sondern die Echtheit des Geldes, also des Tokens in dem Fall, zu verifizieren. Und da gibt es verschiedene Formen, wie man das machen kann. Auf der einen Seite Proof of Work, was der Bitcoin macht, Proof of Stake, was zum Beispiel jetzt Ethereum und viele, viele andere Token haben. Da gibt es auch noch einige andere Proofs und das ist jetzt relativ neu. Das ist wirklich das erste Mal, dass das umgesetzt wurde und sehr, sehr spannend ist. Das ist so eine Art, ich weiß nicht, ob es genau so heißt, aber Proof of Personality. Also
quasi, es wird bestätigt, dass du ein echter Mensch bist. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wie schaffe ich es, gegenüber einer KI zum Beispiel zu beweisen, dass ich keine KI bin, dass ich ein echter Mensch bin, ohne meine Identität preiszugeben. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen hat er gesagt, okay, wir machen das so, es gibt diese Hardware, Software, Orbs, wie auch immer das heißt, wir scannen deine Iris und die Iris ist wirklich einzigartig. Also das ist übrigens auch nur so ein Nebending hier. Also hier auf Kopangan gibt es einige, ich sag mal, ja, also Menschen, die anderen Menschen wiederum helfen zu heilen und die machen tatsächlich so Iodology. Das kommt von dem Dr. Mers. Also wer das noch das erste Mal hört, google das mal, Dr. Mers, der das entwickelt hat. Und zwar kann man anhand der Iris, also des Auges, beider Augen, am besten hat man noch die Augenscans der Eltern, kann man tatsächlich herausfinden, welche Krankheiten, wo du Herausforderungen hast im Körper und so weiter. Das heißt, die Augen bilden alles eins zu eins ab, was im Körper passiert. Mega spannend und ist wirklich eines der fälschungssichersten Merkmale am Menschen. Und genau, das wird eingescannt und direkt in diesem Gerät halt zu einem Hash gemacht. Also sprich, du bekommst nachher ein verschlüsseltes, ich nenne es einfach mal, eine verschlüsselte Datei, ja, die nicht deine Iris zeigt, keine Angst, die aber beweisen kann, dass du ein echter Mensch bist. Ja? Okay. Und die Frage ist jetzt, man kann immer alles, also das ist ja wie mit der Atomkraft, ja, das kann man zum Guten nutzen und zum nicht so Guten nutzen. Ist das jetzt eine neue Atomkraft? Also kann man das wie kann man das zum Guten nutzen? Wo macht das Sinn? Wo gibt es noch Potenzial, es zu verbessern? Und wie kann man das eventuell missbrauchen? Und vielleicht eine Sache, die ich noch vergessen habe, wenn du das machst, deswegen gibt es in Amerika vor allen Dingen, weil das relativ populär da ist, gibt es tatsächlich Schlangen, um seine Iris einscannen zu lassen, weil jeder, der seine Iris einscannen lässt, bekommt so eine Art, ich nenne es mal bedingungsloses Grundeinkommen. Also der bekommt Geld, der bekommt wirklich diesen Token dafür und der hat auch einen Wert, dieser Token, der wird inzwischen schon an verschiedenen Börsen, natürlich an den großen, Binance und so weiter, gelistet und hat schon eine ganz schöne Rallye hingelegt, ist allerdings hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Was da in Zukunft mit passiert, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Das heißt, du wirst dafür bezahlt, dass du deine Daten abgibst. Ja? Und jetzt vielleicht ein, zwei Gedanken dazu. Grundsätzlich finde ich, müssen wir dieses Problem lösen. Ja, das ist vielleicht, der Ansatz ist nicht perfekt, aber wir müssen dieses Problem lösen. Gerade jetzt in Zeiten der KI müssen wir schauen, wie kann ich meinem Gegenüber, den ich ja nicht sehe im Internet, der mir vielleicht einen Token verkaufen will oder wie auch immer, wie kann ich den verifizieren, dass es ein Mensch ist, dass es keine KI ist? Ja? Dieses Problem besteht wirklich. Wir müssen das lösen. Die andere Seite ist, wie schaffe ich es, diese Daten zu trennen von dem echten Menschen? Also sobald ich mich zum Beispiel bei einer App anmelde, und jetzt kommen wir schon zu einem Ding, was da nämlich passiert, wenn du das machen willst, einen Termin machen willst oder wenn du suchen willst, wo die Standorte sind, die gibt es auch in Deutschland, wo man das scannen kann, dann musst du dir eine App runterladen und wie meldest du dich bei der App an? Über Apple, über eine Telefonnummer, über eine E-Mail-Adresse, ja, über eins von diesen drei Sachen oder über alle drei Sachen. Das heißt, du bist schon verifiziert und wie du es vorhin gesagt hast, natürlich ist die Software noch nicht offen. Das heißt, wir wissen nicht, ob diese beiden Daten nicht connected werden. Das heißt, es könnte, jetzt kommen wir zum Negativen, natürlich dahinter die Absicht bestehen, eine komplette Datenbank von allen Menschen der Welt zu erstellen. Alle werden nicht mitmachen, ist klar, wahrscheinlich werden es eher so, also es wird sogar sehr, sehr schwer sein, viele dafür zu begeistern, denn die Krypto-Leute verstehen dieses Problem, dieses KYC-Problem, die verstehen diesen Match zwischen E-Mail-Adresse und meinen digitalen Daten, die ich ja eigentlich anonym halten will, ja, darum geht es ja eigentlich. Das heißt, davon werden viele sagen, da habe ich Bauchschmerzen, während wiederum die anderen, die gar nicht in der Kryptowelt drin sind, vielleicht generell ein Problem mit Kryptowährung haben und sagen, ja, da warte ich erstmal ab, wie es funktioniert. Das heißt, es ist zwar jetzt ein Hype da, ein Ansturm, weil es war groß in der Presse und so weiter. Es wird auf jeden Fall starten. Die Frage ist halt, wie weit werden sie damit kommen? Ist ja
ist ja auch ganz spannend, weil die Kritik, die oder sagen wir mal das, was zu Kritik geführt hat bei dem Ganzen, mal abgesehen davon, dass in Deutschland natürlich, war nicht anders zu erwarten, die Datenschützer als allererstes mal wieder auf die Barrikade gegangen sind, ja, weil man natürlich sofort erstmal wissen muss, sind die Daten sicher? Aber was ja dann weltweit viel mehr auch zu einer Kritik geführt hat, und das ist ja ganz spannend, weil die USA ja im Allgemeinen da beim Thema Datenschutz zwar jetzt langsam auch ein bisschen strenger werden, aber ja immer noch etwas deutlich offener sind als die EU. Aber die haben ja auch kritisiert, dass sehr viele von diesen ersten Nutzern, die mit denen da geworben worden ist, aus Asien und Afrika kommen und speziell aus Ländern, die eher eine sehr hohe arme Bevölkerungsschicht haben, was schon irgendwie zumindest mal jetzt auf den ersten Blick von außen gesehen durchaus so eine Medaille mit zwei Seiten ist, weil man dann auf der einen Seite sagen kann, ja, die wollen die nehmen das Thema ernst, die gehen dahin, wo die armen Menschen sind, weil sie wollen denen helfen, wobei noch nicht so ganz klar ist, also mir zumindest nicht, wie sie das tun wollen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn du dafür bezahlt wirst, dann klingt es halt so ein bisschen auch nach Ausbeutung von Menschen, die sowieso schon wenig haben und denen man dann halt ein bisschen was gibt. Und das ist ja auch bei OpenAI so ein Punkt gewesen, dass die Menschen, die Inhalte für ChatGPT quasi verifiziert haben, mit denen ChatGPT trainiert worden ist, die sind ja auch, da sind auch sehr viele Länder genutzt worden für diese Trainings, die Billiglohnländer sind oder halt noch, also quasi unter einem Standard sind. Und das war ja auch was, wo OpenAI sehr schnell in die Kritik gekommen ist. Also es ist, was der Sam macht, hat immer wieder so zwei Seiten. Das ist echt ganz, ganz spannend. Und das ist natürlich jetzt bei der Geschichte auch wieder so ein Punkt, vor allem, weil man halt auch nicht weiß, wenn du die Iris-Daten hast, ja, wie werden die gesichert? Wo werden die gesichert? Mhm. Dadurch, dass du keinen Zugriff auf die Firmware hast, ist es halt nicht so, dass du wirklich sicher sagen kannst, die werden nicht irgendwo abgespeichert. Also das ist das Versprechen zumindest. Also es ist das Versprechen, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich meine, es gibt den ein oder anderen Kinofilm, der, als er rausgekommen ist, noch absolute Science-Fiction war. Aber ich erinnere mich gerade an so eine Szene, wo der Hauptdarsteller durch so eine Science-Fiction-City läuft und wird von Werbung verfolgt und die Werbung spricht ihn ständig mit dem Namen an. Und wie machst du das? Ja, also klar, ich meine, es gibt noch ein paar andere Punkte, die wir scannen können, aber die Iris ist natürlich perfekt. Und es gibt auch den einen oder anderen Science-Fiction-Film, wo man auf sehr uncharmante Art und Weise sich eine Iris besorgt hat. Fällt mir auch irgendwas mit Arnold Schwarzenegger gerade ein. Es ist halt echt so ein Punkt. Ja? Also man muss sagen, es ist sehr, sehr früh. Es ist ganz am Anfang dieses Projekt. Wo das hinführt, wissen wir nicht. Tatsächlich gibt es da eben auf der einen Seite diese Sorgen, was passiert mit diesen ganzen Daten, werden die wirklich nicht gespeichert und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es die Notwendigkeit, dass wir dieses Problem in einer immer digitalisierteren Welt lösen. Soweit ich weiß, hat sich auch Vitali Buterin, der Gründer von Ethereum, bereits dazu geäußert und meinte so, das ist genau seine Meinung. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir müssen das lösen. Ein sehr innovativer Ansatz. Aber so, wie sie es umgesetzt haben, ist es seiner Meinung nach, ist es nicht meine Meinung, wird sich das nicht durchsetzen. Das heißt also, wieder mal wie immer, wir brauchen erstmal ein experimentelles Projekt, was vorangeht, was die ersten Hürden aufzeigt, die ersten Probleme auch aufzeigt, damit wir es dann vielleicht in einem zweiten, dritten Projekt dann endgültig lösen können. Gibt ja auch tatsächlich noch so außerhalb von dem ganzen digitalen künstlichen Intelligenzbereich einiges Themen, wo das wirklich interessant wird, weil es halt in letzter Zeit ja immer wieder auch Fälle gab von Menschen, die dann plötzlich an ihren Reisepass nicht mehr rangekommen sind aus irgendwelchen Gründen und die über so einen Weg möglicherweise dann zumindest in der Theorie auch wieder reisen könnten eine Möglichkeit haben, vorausgesetzt, dass das eben nicht dann wieder andersrum genutzt wird. Also ja, es ist ein super spannendes Thema und wichtig, dass es gelöst wird. Ja. Aber auch interessant, was du gesagt hast, nämlich, dass die Ersten, die da mitmachen, diejenigen sind, die das Geld gerne haben wollen würden. Und das sind tendenziell diejenigen, die halt nicht so viel Geld haben. Das hat nichts mit irgendwelchen Verordnungen auf der Welt zu tun. Ich glaube, es gibt in jeder Nation, in jedem Land, in jedem Staat Menschen,
die das gerne annehmen. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Von daher direkt meine nächste Frage, kann man auch anders Geld verdienen? Kann man mit ChatGPT in Aktien investieren? Ich denke mal, das kann man. Aber kann man es so machen und vor allen Dingen, wie kann man es machen, dass man vielleicht mehr als 500% Rendite erhält? Ist das möglich? Das ist ein super spannendes Thema, was jetzt vor ein paar Tagen aufgekommen ist. Und zwar hat vor einer Weile haben zwei sehr smarte Menschen von der Universität Florida, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben einen Versuch gestartet und haben dazu eine sehr ausführliche Studie geschrieben, wie das halt nun mal so ist mit Menschen an der Universität. Aber, und das ist das Schöne bei der Studie, die Studie ist wirklich für uns alle, also für Experten genauso wie für Anfänger in dem Thema super interessant, weil sie tatsächlich zeigt, wie du ChatGPT nutzen kannst, jetzt schon nutzen kannst, um in Aktien erfolgreicher zu investieren. Und was die gemacht haben, ist, sie haben halt über einen längeren Zeitraum einen Versuch gestartet. Sie haben auch, wenn ich mich recht erinnere, nicht mit Live-Aktien das Ganze gemacht. Also sie haben jetzt nicht wirklich Geld investiert, sondern du kannst ja, es gibt ja immer so quasi so Spielsysteme, wo du mit Echtdaten arbeitest, aber nicht echtes Geld investierst. Also das heißt, du siehst am Ende, was wäre rausgekommen, wenn wir das echte Geld investiert hätten. Und das ist das, was sie wohl gemacht haben. Und dabei haben sie schon in zwischen 250 und theoretisch 500% Rendite mit diesen Aktien erwirtschaftet. Und das eben mit einem super simplen Weg. Also ich weiß nicht, Marco, du hast ja jetzt bisher noch, glaube ich, nicht, du steckst noch nicht so tief drin. Hast du jetzt vielleicht, damit es spannend bleibt, hast du eine Vermutung, wie die es gemacht haben können, bevor ich das jetzt auflöse? Tatsächlich habe ich mir das Thema überhaupt nicht angesehen. Ich habe nur die Meldung gesehen und habe kurz überlegt, wie kann man das machen? Und ich dachte mir, man muss doch bestimmt mehrere Plattformen, mehrere Informationen miteinander synchronisieren, um das hinzubekommen. Also irgendwo vielleicht mit Meldungen, vielleicht mit Aktienzahlen, also mit Daten, Fakten und so weiter von der Börse, die man irgendwo analysiert, wo man ChatGPT vielleicht die Erlaubnis gibt, schätzt das mal ein. Und das muss man aber wiederum in seinen Broker einlesen. Also man muss ja irgendwie diese Entscheidung wiederum einlesen. Deswegen, ich bin gespannt, wie das funktioniert hat. Das ist so ähnlich, wie du da rangegangen bist, war echt auch meine Überlegung. Und da habe ich wieder gemerkt, wenn man zu tief in der Materie drinsteckt, dann denkt man schon zu kompliziert. Die haben das viel einfacher gelöst und das ist das, warum ich auch jetzt gerade gefragt habe, weil vielleicht denkst du auch gerade, wenn du zuschaust, das ist wahrscheinlich super kompliziert, ist es aber gar nicht. Was die gemacht haben ist, die haben überhaupt nichts connected, die haben sogar das Ganze, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt ChatGPT noch Internetzugang hatte, im Moment hat er es ja gerade nicht mehr, aber so wie sie es gelöst haben, brauchst du es nicht mal. Weil was sie gemacht haben ist, sie sind einfach nur ganz vereinfacht hergegangen und haben gesagt, wir gucken uns Newsmeldungen an von Unternehmen und lassen ChatGPT die bewerten und uns sagen, was das für eine Auswirkung auf den Aktienkurs haben wird. Ganz vereinfacht gesagt. Und dazu sind sie hergegangen und haben ChatGPT erstmal mit ein bisschen Sachen, mit ein paar Beispieldaten trainiert und haben dann gesagt, was ihre Sicht darauf ist. Also sie haben halt zum Beispiel, es gibt eine Beispielnachricht, die da drin ist, damit du dir das konkret vorstellen kannst, ist, es gab so eine News-Schlagzeile, Cadence Design Aktie, also Unternehmen Cadence Design, steigt nach den Ergebnissen, Analysten sind zuversichtlich. Daraufhin die Antwort von ChatGPT, ja, der positive Ergebnisbericht und der optimistische Ausblick der Analysten werden die Nachfrage von Cadence Design Aktien auf kurzfristige Sicht wahrscheinlich ansteigen lassen. Dann gibt es eine zweite Schlagzeile, Philip Morris übertrifft Quartalsschätzungen, senkt aber den Ausblick. ChatGPTs Antwort, nein, der Aktienkurs ist nicht interessant. Es sind recht einfache Aktien, aber dann kommt Schlagzeilen, dann kommt zum Beispiel auch was, Plexus Worldwide befördert Gene Tips, also den Menschen Gene Tips, zum Präsidenten, President of Global Operations. Und solche Sachen, das sind quasi Headlines, die ChatGPT immer wieder analysiert hat und dann wurde quasi immer ChatGPT gefragt, gibt nur drei Antworten, ja, nein, unbekannt. Und es ging immer auf die Frage, kurz- oder langfristig. Also das heißt, die haben immer wieder getestet, hat es kurzfristige Auswirkungen, hat es langfristige Auswirkungen. Und dann sind sie hergegangen und haben einfach die News da eingegeben
oder diese Schlagzeilen eingegeben und haben die darauf analysieren lassen und haben dann basierend auf diesen Ergebnissen quasi ihre Investitionsentscheidungen getroffen. Beziehungsweise interessant ist auch, dass sie in dem Test wohl auch, wenn ich das von den Tabellen noch richtig im Kopf habe, war es wohl auch so, sie haben auch tatsächlich einen menschlichen Test dagegen gesetzt. Also sie haben investiert, wie ChatGPT das empfohlen hat, und haben bewusst dagegen investiert, also haben gegen die Empfehlung investiert, um zu sehen, was dann passiert und ob das dann wirklich relativ quasi Auswirkungen hat. Und das hatte es tatsächlich, und das ist halt mega cool, weil das heißt halt auch, du kannst es für dich auch nutzen, indem du Unternehmen, die du interessant findest, deren Schlagzeilen auf der Basis analysierst. Natürlich kann man das auch automatisieren. Ja? Also vieles davon kann man automatisieren. Und sicherlich sind die KIs, die zum Beispiel BlackRock und andere große schon lange im Einsatz haben, funktionieren auf so einem ähnlichen Konzept. Aber hey, die meisten von uns haben keinen Zugriff auf die KI von BlackRock, aber auf ChatGPT haben wir Zugriff, und insofern ist es eine sehr, sehr coole Sache. Den Prompt können wir eigentlich auch, übrigens, wir haben einen Blogartikel dazu geschrieben, ja, den können wir euch da auch verlinken, dann kannst du dir den einfach rauskopieren, den die Jungs ausgearbeitet haben. Gut, dass du das sagst. Also wir werden generell das ganze Video hier mit künstlicher Intelligenz natürlich nicht nur transkribieren, sondern wir werden da einen Blogartikel draus machen. Und in diesen Blogartikel oder den Blogartikel oder in diesen Blogartikel werden wir alles reintun, was wir hier sagen, die Links nochmal zu den Quellen und natürlich, was du gerade gesagt hast, wenn wichtige Informationen sind und so weiter, dann sind die da auch mit drin, also irgendwelche Links zu irgendwelchen Sachen. Wichtig ist, das Ganze ist auf ki-finanzen.com. Ja, das ist unsere URL, also ki-finanzen.com. Und ja, würdest du jetzt, also aus deiner Perspektive heraus, mir empfehlen, dass ich meine nächsten Aktienkäufe vorher mit Headlines erstmal über ChatGPT machen soll, ja oder nein? Ich würde es auf jeden Fall mit in meine Entscheidung einfließen lassen. Also das definitiv. Ich glaube, das ist so ein cooles Tool, weil das vielleicht noch abschließend zu dem Thema, was mir dazu sofort gekommen ist, ist, wir Menschen sind ja oft sehr emotional und auch News nehmen wir emotional auf. Wir haben eine gewisse Programmierung, die wir durch unser Aufwachsen, durch unsere Kinder, durch unsere Eltern und so weiter alles aufgenommen haben. Das heißt, auch News lesen wir durch eine gewisse Brille. Egal, wie sehr wir uns trainieren, wir lesen sie immer durch eine gewisse Brille. Und wenn wir ChatGPT nutzen, weil das Interessante ist, ChatGPT kann es deswegen, weil ChatGPT auch die Emotionen analysieren kann, die in diesen Headlines teilweise drinstehen. Das heißt, er kann auch schauen, ist das zum Beispiel eigentlich nur eine Clickbait-Headline, die jemand gemacht hat, ein Journalist gemacht hat, damit du einen Artikel liest, oder sind da wirklich wertvolle Informationen drin? Das heißt, ChatGPT hat eine ganz andere Möglichkeit, diese Daten zu analysieren, und deswegen ist es auf jeden Fall ein zusätzlicher Datenpunkt, den du, wenn man so aus Programmierersicht denkt, man ja immer an Datenpunkt, dann denkst du, Datenpunkt, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Und deswegen, ich werde es auf jeden Fall für mich nutzen. Ich werde es auch ausprobieren in der nächsten Zeit. Aber um es überschaubar zu halten, eben für die Aktien, die für mich sowieso schon interessant sind, also die ich mir grundsätzlich anschaue, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen, wie entwickeln die sich. Oder wenn ich mal zum Beispiel eine Aktie austauschen will und will irgendwas Ähnliches aus der Branche ins Portfolio reinnehmen, dann ist es halt eine gute Möglichkeit, mal so ein bisschen das Ganze zu analysieren. Also echt cool, ich würde es machen. Ja, super, danke. Also um es mal kurz zusammenzufassen, ja, das sind hier keine Investment-Tipps oder sowas, ja, sondern macht euch eure eigenen Gedanken, ihr geht da euer eigenes Risiko ein. Aber wenn ihr das Risiko abmildern wollt, wenn ihr ein bisschen mehr verstehen wollt, wo die Aktien, die ihr investieren wollt, gerade steht, dann nutzt die neuen Techniken, ja, dann nutzt diese neuen Chancen. Definitiv. Apropos neue Chancen, neue Techniken. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, also in der Vorbereitung hier auf dem Podcast. Und deswegen haben wir auch dieses Thema ausgewählt, dass man mit Bildern von künstlicher Intelligenz erzeugten Bildern, also sprich von Midjourney oder von DALL-E oder sowas, dass man damit Geld verdienen kann, indem man die eben bei Stockplattformen hochlädt. Und ich habe mir tatsächlich jetzt mal die Mühe gemacht in den letzten Tagen und habe das einfach mal getestet. Also es gab keine Anleitung oder sowas, sondern ich bin selbst auf Stockplattformen unterwegs,
Meine Lieblings-Stock-Plattform ist eigentlich eine kostenlose Plattform. Das ist Pixabay, wo man über 1 Million oder 2 Millionen, ich weiß nicht wie viele Bilder inzwischen, kostenlos runterladen kann. Das Geschäftsmodell dahinter ist, dass wenn Menschen viele Bilder von dir runterladen, dann spenden sie dir irgendwann mal Geld. Und das summiert sich bei mir jetzt so auf 500 Euro im Monat. Also nur diese Spenden. Da ist noch ein anderes Geschäftsmodell dahinter, aber ich will da gar nicht so tief eingehen. Deswegen wollte ich jetzt wissen, ich habe da bisher immer Fotos hochgeladen und andere Bilder, also 3D-Bilder und so weiter, aber selbst generiert. Jetzt wollte ich wissen, wie macht das denn die KI? Und ich will das mal ganz genau skizzieren, wie ich vorgegangen bin. Und zwar, weil viele denken so, ja, dann kann ich ja irgendwas machen, lade es einfach hoch, das passt. Nee, passt nicht, es gibt mehrere Probleme. Denn die Plattformen haben gewisse Qualitätsanforderungen. Eine der Qualitätsanforderungen ist die Größe des Bildes. Ja, das heißt also, selbst wenn du jetzt ein KI-Bild produzierst, sind die meistens nicht so groß, dass man sie auf Stock-Plattformen hochladen kann. Ja, weil bei Stock-Plattformen geht es darum, dass sie das halt irgendwo ausprinten können, ja, dass sie das drucken können, dass sie das groß irgendwo an ein Auto dran machen können und sonst irgendwas oder eben meistens auf einer Webseite. Ja. Das ist das eine, was man lösen musste. Das zweite ist das rein rechtliche, also lassen die Plattformen das überhaupt zu? Ja, hat man die Möglichkeit, überhaupt zu sagen, das ist ein KI-Bild? Ich habe das gar nicht selber gemacht. Also ich gebe dir gar nicht das kann ich dir gar nicht geben, das Nutzungsrecht. Aber ich kann dir es trotzdem geben. Ja, also das ist ja so ein rechtlicher Graubereich, nenne ich es jetzt mal. Also was noch überhaupt nicht geklärt ist. Und das dritte ist, welche Art von Bilder? Also das ist immer die große Frage gewesen. Und da habe ich ein Glück ein bisschen Erfahrung. Was ich also jetzt konkret gemacht habe. Ich bin auf die Plattform Pixabay gegangen. Hab dort gesagt, ich würde gerne neue Bilder hochladen. Und was dann passiert, da geht so ein Bildschirm auf, wo drin steht, welche Keywords von den meisten Usern gerade gesucht werden, die nichts finden dazu. Also was quasi die größte Nachfrage ist, wo nichts existiert oder nicht viel existiert. Und ich habe mir, das war das zweite oder dritte Wort, das Wort Inklusion rausgesucht. Ja? Ich wusste gar nicht, was es bedeutet. Ich muss erst mal googeln. Das bedeutet, dass Menschen mit körperlicher Behinderung oder ich weiß nicht, wie man das genau nennt, dass die halt in die Gesellschaft oder so eingebettet werden, dass es nicht so ist, dass man extra jetzt für diese Menschen irgendwas bauen muss, sondern dass die Gesellschaft an sich schon so umformt, dass sie integriert sind. Ja, das habe ich über das Neueste gelernt. Wusste ich bisher nicht. Okay, und zu dem Thema fehlen halt Bilder. Also, habe ich mir jetzt dieses Wort Inklusion genommen, bin zu ChatGPT gegangen, weil ich habe keine Ahnung, wie man einen schönen Prompt schreibt für Midjourney. Also bin ich zu ChatGPT gegangen, habe mir das AIPRM-Plugin runtergeladen. Für alle, die das nicht kennen, wir werden es im Blogbeitrag verlinken. Und hab dort einfach, also das ist so eine Datenbank sozusagen von ganz vielen Prompts, auf die man schon zugreifen kann, die fix und fertig sind, und habe dann dort nach Midjourney gesucht und habe mir dann dort einen dieser Prompts ausgesucht, der schon auf die Version 5 geht, also auf die neueste Version. Hab dann dieses Wort Inklusion da eingegeben bei ChatGPT und er hat mir wirklich einen wunderbaren Prompt erstellt. Ich habe den dann bei Midjourney rüberkopiert, ja, und es hat mir nicht gut gefallen. Also es war nicht toll. Also dachte ich mir, okay, es war irgendwie zu ungenau, Inklusion, der kann damit nicht viel anfangen. Also dachte ich mir, okay, ich hätte gern einen Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin, die in einer Gruppe von Menschen steht, alle sind am Lachen und jemand fotografiert oder er fotografiert selbst. Also ich wollte unbedingt noch eine Kamera mit drauf haben, weil Pixabay ist ja eine Fotoplattform. Und dann habe ich diesen Prompt erstellen lassen und das war der zweite Versuch und der war Wahnsinn. Also die Ergebnisse, du musst mal überlegen, was du normalerweise für einen Aufwand hast. Du musst den Protagonisten organisieren, du musst die Statisten organisieren, den richtigen Ort, du brauchst gutes Licht, Sonnenlicht und so weiter. Und du musst die richtige Situation abpassen. Ja? Die Bilder sind der Hammer gewesen. Ich habe so 12 Bilder gemacht, also insgesamt dreimal, also ein Prompt macht immer 4 Vorschläge. Diese 4 Vorschläge habe ich alle groß gemacht und mir runtergeladen. Und habe dann gesagt, mach mir jetzt eine Variante davon, also eine Variation nochmal davon, also eine grobe andere Variation. Hat er mir nochmal 4 gemacht und dann nochmal 4. Und die 12 Bilder habe ich mir runtergeladen, habe dann, muss es ja größer machen, habe dann gegoogelt, wie kann man denn Bilder größer machen. Okay, da gibt es, ich habe einen Mac, da gibt es ein Tool im App Store, das nennt sich AI Enlarger, also
also künstliche Intelligenz groß machen, Bilder groß machen. Ich dachte mir, klingt super. Den habe ich mir gekauft für 26 Euro oder Dollar, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau. Und habe dort diese Bilder alle reingezogen und habe gesagt, mach die mir so groß, wie es geht, also viermal größer und gib die mir als JPG aus, weil das einfach das Format ist, was am einfachsten ist und am besten funktioniert. Das ging echt schnell und jetzt kommt's, die Bilder waren danach noch besser. Der hat noch mehr Schärfe und Unschärfe und so weiter hinbekommen, noch bessere Farben. Da hatte mir Wahnsinn. Okay, und dann habe ich die Bilder genommen, habe sie bei Pixabay erstmal hochgeladen und jetzt kommt der nächste Schritt. Man muss ja Text vergeben. Und da bin ich tatsächlich nochmal zu ChatGPT gegangen und habe einen eigenen Prompt geschrieben und habe gesagt, bitte schreibe mir mindestens 25 Keywords auf, die am häufigsten im Web gesucht werden zum Thema Inklusion. Und dann muss ich noch einen Zusatz schreiben, habe ich nämlich einmal falsch gemacht. Bitte liste sie nicht untereinander auf, sondern liste sie kommagetrennt auf. So, und dann hat er mir quasi zu dem Thema 25 Keywords gegeben. Diese Keywords habe ich dann genommen und in alle einzelnen dieser Bilder reinkopiert, alles abgeschickt, hat mich vielleicht, ich sag mal, eine Viertelstunde insgesamt alles, hat das gedauert. So, und jetzt geht es darum, bei Pixabay gibt es eine zweistufige Verifikation. Erstens, man kann jetzt ein Glück ankreuzen, das ist ein KI-Bild. Zweitens, ich war überrascht, wie wenig KI-Bilder bei Pixabay sind. Da sind gerade mal 1800 KI-Bilder insgesamt drin, die freigegeben wurden. Das heißt also, viele Leute wissen, irgendeinen dieser Schritte kennen die nicht. Ja? Vielleicht, dass wir den groß machen. Ja? Drittens, nach einem Tag, nach 24 Stunden ungefähr, wurde die Qualität freigegeben. Das heißt also, ich bin durch die Hürde, die machen das alles mit Menschen, also die haben sich das angesehen und gesagt, wow, die Bilder sind gut. Ja, geil. Hürde genommen. Und viertens, einen Tag später, es hat nochmal einen Tag gedauert, warum auch immer, wurden auch die Tags freigegeben. Das heißt, die Tags wurden auch übernommen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 12 neue Bilder in unserem Portfolio. Sie wurden angenommen und es ist jetzt erst seit dem Tag freigeschaltet. Was ich sehen kann, ist das Verhältnis zwischen denen, die sich es anschauen und denen, die sich es runterladen. Das ist fast immer 1:1. Das heißt, die das Bild finden, laden es auch runter und das ist sehr gut. Ja, geil. Also nicht ganz 1:1, vielleicht so 80 zu 100, ja, also 80% laden es runter. Es sind noch nicht viele Zugriffe, aber man kann jetzt schon sagen, Pixabay liebt es, ja, das mit den Tech hat funktioniert, die Menschen lieben es, also die laden sich es runter. Und ich war jetzt noch nicht auf anderen Stock-Plattformen, habe es da noch nicht hochgeladen, habe aber gleich noch eine Story zu einer Stock-Plattform, die mir aufgefallen ist, wo ich es nämlich hochladen wollte. Und die was ziemlich Cleveres gemacht hat. Frage jetzt, war das zu kompliziert? Hast du es verstanden? Und denkst du jetzt, nachdem ich das erzählt habe, dass es für jeden möglich ist? Also ich fasse mal nochmal zusammen, was ich verstanden habe, weil ich finde es mega cool, ich finde es super spannend. Also, es ist eine Möglichkeit, um mit Bildplattform Geld zu verdienen. Das ist was grundsätzlich nicht neu ist. Man kann schon seit Jahren damit Geld verdienen, indem man, früher musste man halt rausgehen, Fotos schießen, Fotos mussten eine gewisse Qualität haben, man hat die auf die Plattform hochgeladen und andere Menschen, zum Beispiel Unternehmen, Selbstständige oder Leute, die zum Beispiel ein Bild für, keine Ahnung, eine Geburtstagseinladung brauchen oder sowas, die gehen auf diese Plattform, suchen nach Bildern zu einem bestimmten Thema und laden sich dieses Bild runter. Und bei manchen zahle ich direkt dafür, bei anderen ist es ein Abo, was ich abschließen muss. Und dann gibt es eben sowas wie Pixabay, wo ich quasi das runterladen kann und dann einfach mich bedanke, indem ich was spende an denjenigen, der es hochgeladen hat. Soweit stimmt's, ne? Ja. So. Und jetzt ist aber der Punkt, was machst du, wenn du zum Beispiel gar nicht fotografieren kannst oder keine Bilder hast, dann hast du quasi die Möglichkeit, du machst das mit KI. Und du hast jetzt gerade einen Weg erklärt, wie man das mit Hilfe von Midjourney, das Details dann alle nochmal in dem Blogartikel, machen kann. Und das hat, und die spannende Frage war, nehmen die überhaupt KI-Bilder an? Und genau. Die Antwort ist, ja, sie nehmen KI-Bilder an, wenn man weiß, wie man es machen muss, was du rausgefunden hast. Und tatsächlich ist es sogar so, dass die Leute das runterladen, was mega genial ist. Das heißt also, die Bilder kommen auch an. Das heißt, wir müssten eigentlich im nächsten Podcast mal drüber sprechen, was dabei rausgekommen ist, oder? Weil es ist ja ein mega spannendes Thema. Ja, halte ich dich gern auf dem Laufenden.
Was mir dann eben noch aufgefallen ist, und wir sind ja hier beim Podcast Next Level Shift, das heißt, es geht eigentlich darum, nochmal einen draufzusetzen. Wir wissen jetzt, du kannst KI dafür nutzen und brauchst keine eigene Kamera mehr, brauchst kein Set mehr, musst diesen ganzen Stress nicht mehr machen. Du kannst, also ich würde behaupten sogar, du kannst es besser machen als ein Fotograf. Ich weiß, da werden jetzt alle Fotografen auf die Barrikade gehen. Ich weiß, man kann das persönliche Auge kann man nicht ersetzen. Ist mir völlig klar. Aber was die Qualität der technischen Umsetzung angeht, ganz, ganz, ganz großes Level. Ja, wirklich zumindest, Fotoqualität. Zumindest bei Stockfotos, weil dazu ein kleiner Einwurf. Ich habe neulich mal geguckt, ob ich es schaffen kann, ein Fotoshooting für mich selber mit KI zu ersetzen. Und das ist nah dran, aber es ist noch nicht gut genug, dass es funktioniert. Also sowas ist definitiv noch ein Punkt, der nicht geht. Und die Fotografen müssen sich auch keine Sorgen machen, weil diese ganzen KI-Tools, die fangen langsam an, von sich selber zu lernen. Und das ist nicht gut. Das heißt, eure ganzen RAW-Fotos, die ihr da noch draußen habt, also RAWs, alle Fotografen wissen jetzt, was ich meine, ist ein Dateiformat, absolut unverändert, die werden wahrscheinlich irgendwann demnächst ziemlich viel wert werden, weil die ganzen KI-Unternehmen wollen wahrscheinlich irgendwann demnächst große Mengen RAW-Fotos kaufen. Das heißt, ihr könnt schon mal drüber nachdenken, wie ihr die zusammenpackt, weil das könnte auch eine neue Einnahmequelle für euch, also zumindest für die Fotografen werden. Definitiv. Da geht es dann auch nicht um Qualität, sondern um Masse. Aber ja, also da gibt es spannende Modelle momentan. Ja, apropos spannende Modelle, was ich jetzt noch gefunden habe, ist die Plattform 123RF, nennt die sich, .com oder .de, ich glaube, beides geht. Die haben jetzt KI integriert und zwar so, dass du quasi in deren Plattform drin deine Keywords, dein Prompt eingibst sozusagen, was willst du, was suchst du. Du kriegst von denen direkt diese KI-Bilder produziert und kannst dir dann für einen Zehner runterladen, für $10 oder sowas. Ja? Das heißt also, die haben direkt ein Geschäftsmodell draus gemacht und ich hatte direkt noch ein anderes Geschäftsmodell im Kopf, denn ich habe ja jetzt selbst Handarbeit reingelegt. Ja. Und wir wissen ja beide, dass man KI-Tools über Zapier und so weiter miteinander verbinden kann. Das heißt, wenn man jetzt smart ist und programmieren kann ein bisschen was davon versteht, und ich denke mal, dass es viele gibt, die hier zuhören und denken, wow, das kann man ja auch automatisieren. Das kann man automatisieren. Das heißt, man kann die Prompts automatisieren, man kann die automatisch zu Midjourney bringen, man kann automatisch die Bilder runterladen, man kann automatisch nachher diese Tags erstellen. Und es gibt auch Tools, die Microstocker oder so ähnlich heißt das, das müsste ich auch nochmal raussuchen, wo man sogar automatisiert das Ganze hochladen kann per API an die ganzen Stock-Plattformen, die es da draußen gibt. Das heißt, man kann wahrscheinlich in einem Zeitfenster von 1, 2, 3 Jahren jetzt, kann man richtig, richtig Gas geben mit sowas. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Qualität schon auf dem Level, wow, also das funktioniert. Genau. Mega spannend. Sehr schön. Ich glaube, dann war es das für heute. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war, was ihr umsetzen könnt. Ich bin gespannt auf eure Erfolge. Was mich und uns wirklich, wirklich, wirklich echt interessieren würde, wenn ihr was gemacht habt, schreibt mal eure Erfahrungen in den Kommentar hier unten rein, dass wir mal darüber diskutieren. Vielleicht haben wir ja auch was übersehen und so weiter. Und das würde uns echt freuen. Und noch eine zweite Sache, die ich gerne noch mit erwähnen will. In der ersten Podcast-Folge haben wir es etwas ausführlicher besprochen. Wir machen einen Wettbewerb. Das heißt, ihr dürft gerne dieses Video nehmen oder wenn ihr es als Audio hört, das Audio nehmen und daraus Social-Media-Posts erstellen. Ihr könnt auch einen eigenen neuen Kanal eröffnen. Und für diejenigen, die es schaffen, innerhalb von 30 Tagen, also einem Monat, mehr als 1 Million Euro, eine Million Aufrufe zu erreichen, die haben die Chance von uns 1.000 Euro zu bekommen, pro Monat wohlgemerkt. Ja, also wir schreiben quasi 1.000 Euro aus für alle, die es schaffen, einen ja, viralen Post sozusagen aus diesem Video zusammenzuschneiden. Genau, habe ich noch irgendwas vergessen, Sebastian? Ganz, ganz wichtig, wenn dich noch irgendwas interessiert, was wir uns mal anschauen sollen oder sowas wie zum Beispiel das, was Marco jetzt gemacht hat mit dem genialen Test und du hast irgendwas, womit du gehört hast, man kann damit Geld verdienen und du willst wissen, ob es auch geht, dann schreib uns das auch unbedingt in die Kommentare rein. Oder auch, wenn du irgendein anderes Thema hast, wie den Worldcoin oder irgendwas anderes, wo du echt mal wissen willst, wie wir das Ganze sehen, schreib uns das rein und dann werden wir uns das mal anschauen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Genau. Hau rein, du bist super. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.